our men's champion and fastest age grouper overall in the men's race, swimming 57.10, biking 4.29.06, the sub 3 2.59.05, and 8.31.26 to become our FinFast Ironman world champion, 40-44 from Germany, Christian Stotzer. Hallo Christian, da ist sie, die Schale, da ist ja der Pott. Ja, wie geht es dir? Ja, Wahnsinn. War schon immer ein Traum von mir, irgendwann mal so eine Schale zu bekommen. Und dass es jetzt wirklich groß ist und auch noch der schnellste Overall, das ist natürlich Wahnsinn. Der schnellste Overall, hast du das mitbekommen unterwegs? Es war ja doch ein bisschen kompliziert durch diese vielen Wellenstarts und du hast ja auch schon ein bisschen Pech gehabt, sage ich mal, in Utah bei der WM. Ja, ich war natürlich schon so ein bisschen fixiert auch auf die Overall-Wertung, aber ich muss sagen, aufgrund der verschiedenen Startgruppen habe ich mich zunächst erstmal auf meine Age-Group fokussiert. Und nachdem es dann einigermaßen gelaufen ist, auch beim abschließenden Lauf, so ab der Mitte des Marathons, habe ich dann die Zwischenzeit bekommen, dass es auch overall gut aussieht. Ja, und das hat mich natürlich nochmal motiviert dann. Ja. Weil in Utah, da war das ja so ein bisschen unsicher. Du bist als erster über die Ziellinie gelaufen, am Ende aber zweiter gewesen overall. Ja, das war schon ärgerlich, muss ich sagen. Ich war zwar mit meiner Leistung zufrieden, aber 20 Sekunden waren natürlich schon ärgerlich in Utah. Ja, jetzt bei zwei Ironman-Weltmeisterschaften innerhalb eines Jahres, Gesamtzweiter, Gesamterster. Erzähl mal, wie ist der Tag gestern gelaufen, dass es dabei rausgekommen ist? Also ich muss sagen, im Vorfeld habe ich mich einfach ein bisschen anders auch vorbereitet, habe so Richtung Hitzeadaption einfach ein bisschen mehr gemacht und Schwimmen lief für mich schon sehr, sehr gut. Also es war ein relativ entspanntes Schwimmen für mich und 57 Minuten ist für mich sehr gut und war dann schon relativ gut in Position. Und ich denke eben durch gerade die Hitzeadaption hat, gerade was meine Herzfrequenz angeht, war immer im konstanten Bereich auf dem Fahrrad und konnte dann auch so meine Radstrecke ausspielen und hatte dann natürlich einen guten Vorsprung vom abschließenden Marathon. Aber man weiß natürlich nie bis zum Ende. Man hofft dann, man hat dann immer so Gefühlsschwankungen. Einmal glaubt man dran, dass es dann wirklich durchhält bis zum Ende. Und dann kommen wieder Momente natürlich, wo man dann überlegt, oh, klappt es wirklich? Wo es dann wirklich sehr schwierig auch wird wieder. Aber zum Glück hat es gereicht. Es waren ja schon einige junge, wilde Schnelle unterwegs am Donnerstag, zwei Tage vor dir. Hast du da mal auf die Zeiten geschielt? Hast du gewusst, was nötig sein wird? Ja, natürlich. Da hatte ich schon gehörigen Respekt bekommen mit, 8:33 oder 34 Gesamtzeit der Amerikaner. Aber ich muss sagen, da habe ich mich erstmal nicht beeindrucken lassen. Ich habe gedacht, ich mache erstmal mein Ding und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Wie weit spielt das Wetter eine Rolle? Gestern war es ja noch ein bisschen windstiller als vorgestern oder als am Tag davor. Hast du den Vergleich dir angeschaut? Hast du Wetterberichte geschaut? Ich hab gesehen, dass der Wind dreht. Wir hatten Südwind und bei uns dann Nordwind eher. Und genau so war es auch. Wir hatten bis Harvey immer leichten Gegenwind und hatte dann eigentlich erwartet, dass von Harvey zurück dann spürbaren Rückenwind schon gibt. Es war dann erstmal nicht so, aber es war generell kein starker Wind. Und so ab der Mitte des Rückwegs hat es dann eben angefangen, Rückenwind zu geben. Das hat natürlich am Ende schon geholfen, das muss man schon sagen. Ja. Wie ist es dann, auf den Ali Drive einzubiegen und zu wissen, ja, jetzt kommt die Zielgerade und ich habe das Ding? Ja, das ist der absolute Wahnsinn. Also, ja, man muss es einfach mal erlebt haben und ja, man realisiert es aber dann final trotzdem erst, wenn man über die Ziellinie geht. Und dann fällt auch alles ab und man ist sich dann auch wirklich erst sicher, dass es gereicht hat. Ja. Wir haben uns ja im Mai schon unterhalten, du warst gestern in unserer Live-Show nach deinem Erfolg da und hast du gesagt, nee, Profi, die Zeiten sind vorbei, da bin ich zu alt, das soll man die jungen Leute machen, das bleibt auch dabei? Mal sehen, ich setze mich mit meiner Familie jetzt mal zusammen und weil die hat auch sehr, sehr viel geleistet, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe zwei Kinder und mal abwarten, muss mal in mich gehen. Die Medaille gab es gestern schon, jetzt gab es diese Holzschüssel, das ist Tradition hier auf Hawaii. Gleich bekommst du noch das Weltmeistertrikot und einen Coin, der dich qualifiziert fürs nächste Jahr. Ist das schon gesetzt? Ja, das kommt jetzt drauf an, ob ich als Amateur starte oder vielleicht doch noch diesen Schritt gehe mal ein Jahr und das mich bei den Profis probiere. Das muss ich jetzt auf mich zukommen lassen. Jetzt bin ich erstmal froh, dass ich das Ding in der Hand habe und genieße erstmal und dann sehe ich weiter. Ja, viel Erfolg, gute Erholung erstmal. Schöne Zeit noch vorbei. Du hast deine Familie dabei. Ja. Genieß die Zeit noch und vielleicht auf ein neues im nächsten Jahr. Vielen Dank. Bis bald. Tschüss.